Also Jürgen Böttcher hat uns in Berlin gehört bei einem Konzert und erzählte, dass er vorhat, in Weimar einen Film zu machen, über Weimar. Ursprünglich war das wohl ein Auftrag für die 1000-Jahr-Feier, aber er wollte mehr oder weniger einen großen Kulturfilm. Fremdländische, also sagen wir, sphärische Musik, einfach so eine Sounds hat er gesucht für den Film. Und dann haben wir uns verabredet und gesagt, okay, treffen wir uns in Weimar, wir noch mal sehen, was wir machen können. Aber er hatte uns bei Zeiten darauf hingewiesen, er hätte gerne eine lange Sequenz Musik. Kein Kommentar und nur Musik. Ja, unser Angebot an Jürgen Böttcher war, dass man so eine, sagen wir so, Intro macht, so über flashy Musik mit Vogelstimmen von der Violine, die so vogelartig sind, so die Geräusche, und dann wieder auf einmal zu einer Melodie werden. Das fand Jürgen Böttcher unheimlich gut. Und das war natürlich spannend. Er kam ja noch in unserem Proberaum. Da haben wir ein bisschen ihm halt vorgespielt. Ja, in diese Richtung, ja. Also man kann sagen, dass diese Musik wirklich für diesen Film entstanden ist. Für die relativ kleine DDR war Weimar eigentlich so ein Fenster zur Welt. Es ist kein Zufall, dass diese Gruppe Bayonne sich hier in Weimar entwickelt hat. So klein wie die Stadt auch ist, es trafen Kulturen aufeinander. Durch diese Kontakte über einen Studentenclub und, da sind, ist diese Band entstanden, ja. Ich war sehr neugierig drauf, wie funktioniert Bossa Nova und welche Harmonieketten gibt es da und so. Auf der anderen Seite fand ich diese etwas mystische, schwebende, fernöstliche Musik genauso spannend. Und dann haben wir an die Hochschule einen Zettel gemacht, wir suchen einen Violinisten, der mitmachen würde. Wer hätte Interesse, mit uns zu spielen? Und der Einzige, der sich gemeldet hat, war ein Kambodschaner. Ich spiele auch Geig. Ich kenne eure Truppe und so, ich würde gerne mitmachen. Dann haben wir gesagt, na los. Ging nur um eine Violine, die wir brauchten. Das war eigentlich so der Anfang. Der kannte dann wieder andere Kammerjäger, die auch in einer Franz Liszt studiert haben. Und da waren auch ein Kubanischer. Und dann waren wir auf einmal, also das, Mensch, das ist eine Band mit so einer offenen Konzeption. Und da können alle mitmachen. Auf einmal war das eine riesen Band, so 7, 8 Leute waren da. Durch diese Mitwirkung ausländischer Musiker, die haben natürlich andere Elemente in diese Musik gebracht. Und es war ein riesen Experiment, sagen wir, diese Elemente in eigentlich in so eine DDR-Blues-Band reinzubringen. Ursprünglich war ja das eine Thüringer Bluesband, Gerrit Splers.
Und daraus ist ein Bayon entstanden. Die Band hat sich zwar in Weimar gegründet, aber wir waren in Weimar nicht geliebt, also von den Kulturfunktionären. Die wollten mit uns nichts zu tun haben. Spielverbote und Auftrittsverbote und. In Berlin konnte man mehr wirken. Da haben die gesagt, okay, wird gefördert. In Berlin musste man sozusagen sehen, dass man da seine Spiele erläuft, dass man da Förderung kriegt. Und in den Provinzen, da passiert aber die Musik. Aus Thüringen stammen ja unheimlich tolle Musiker. Es gab eine wahnsinnig unheimlich tolle musikalische Szene. Hier in der Provinz, da wurde mir so ein bisschen der Horizont eröffnet. Das war halt in Berlin wiederum nicht möglich. Wir haben Bach-Adaptionen gespielt, auch zu der Zeit. Das fand der Jürgen Böttcher genauso interessant. Dieser Kontrast zwischen dieser, sagen wir, der schlichten, einfachen und genialen Musik von Johann Sebastian Bach bis hin zu dieser Bayon-Musik, der Bogen ist gar nicht so weit. Böttcher hatte uns dann einige Bilder gezeigt, also diese Sequenzen, wo wir die Musik dazu machen sollten, die haben wir hier in Weimar im Synchron-DEFA-Studio, da haben wir uns ein paar Bilder angesehen und haben die Zeiten gestoppt und aus der Erinnerung haben wir das dann hier in Weimar produziert. Er kam dann wieder dazu, er sagt, prima, kann ich verwenden. Die Tonleute da in dem DEFA-Studio haben dann noch echte Vogelstimmen drin gemacht. Und wisst ihr da, ob der Jürgen Bötsch das gut fand? Wahrscheinlich fand er das gut, er war der Regisseur. Da fehlt wirklich ein Stück und das ist ein Vortrag in der Anna-Amalie-Bibliothek. Da wird ein großer Goethe-Schiller-Vortrag gehalten. Und bringt erst den Professor da so am Rednerpult und schwenkt natürlich ganz cool die Kamera in den Zuhörerraum und fixiert ein Bild von einem Zuhörer, der am Einschlafen war. Der Kopf sank immer tiefer, der hat nochmal gegähnt und dann und krach und der Böttcher macht ohne Kommentar einen Schnitt, wie die Damen da am Fließband sitzen. Und das Ding ist weggeflogen. War ein starker Schnitt, muss ich sagen. Also wenn ich den nun so mit großem Abstand wiedersehe, diesen Film, da fragt man sich, also sollte es nur ein Musikfilm werden, denn nur Weimar-Bilder ohne Kommentar. Und er hat da sozusagen auf zwei Ebenen gearbeitet. Von Anfang an war das von ihm geplant. Ich
denke, es ist eine ganz merkwürdige Konstruktion, dieser Film. Der einerseits so einen realen Aspekt hat, auf der anderen Seite so einen sehr poetischen Aspekt, diese Weimar aus seiner Sicht als Filmregisseur völlig anders darstellt. Diese zwei Musiksequenzen und nur Bilder und Musik ist vielleicht so, sagen wir, sein künstlerischer Anspruch gewesen an seinem Film.